Freunde, herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Für den Fußball ist das so wie mit dem Wetter. Manchmal gibt es mehr sonnige und mehr finstere Gesichter. Ich glaube, heute überwiegen die sonnigen Gesichter. Trotzdem möchte ich als erstes dem Gästetrainer, Sportfreund Miljuzer, das Wort erteilen, um eine Einschätzung des Spiels vorzunehmen. Ja, erstmal schon guten Tag oder schon guten Abend. Ja, die waren 30. Was kann ich sagen? Wir haben gewusst, wir treffen eine gute Mannschaft, wir spielen guter Fußball. Denke ich, wir waren Partner bis 60. Minute. Wir haben auch unsere Chancen. Erste Halbzeit, glaube ich, wir haben zwei Riesenchancen hier. Wieder kein Tor. Und ab 60. oder 62. Minute wieder ein Freistoß, eine Fehler, Kinderfehler. Aber natürlich fehlt Erfahrung für meine Jungs. Ist immer schwer, wenn du 18, 19 Jahre bist und verlierst du die Konzentration bei so einer Standardsituation. Natürlich, nach 1-0 war schwer, weil noch einmal Neustädter hat eine gute Mannschaft, Spieler sind gut. Letzte zwei Tore, was kann ich sagen, wir haben versucht nach vorne in den letzten 10 Minuten etwas, mal habe ich einen Innenverteidiger und einen Stürmer mit. Weil ich habe versucht, wieder etwas noch einmal nach vorne zu machen und die letzten zwei Minuten bekommen wir zwei Tore. Natürlich, wenn jemand schaut, das Ergebnis rein und denkt, war leichter Spiel heute, aber denke ich noch einmal, bis auf das erste Tor, wir waren richtig gut. Und dann ist immer so, wenn du junge Mannschaft hast, hast du ein, zwei Chancen, musst du auswärts zwei Tore machen. Sonst wir haben keine Chance. Für uns ist ganz schwer, wir haben schon gewusst von Anfang, wir haben noch 10 Spieler und ja, wir brauchen 15 Punkte, aber mal sehen. Denke ich, bei einer verdienen Sie von Neustrelitz auch, wenn noch einmal, wir waren nicht schlecht als Neustrelitz heute. Alles Gute und viel Glück. Dankeschön. Und jetzt möchten wir hören, wie der Trainer der TSG Neustrelitz das Spiel anschaut. Naja, ich denke, jeder hat das bisschen verfolgt, wie wir auswärts gespielt haben letzte Wochenende. Und wir haben natürlich nicht uns heute vorgenommen, irgendwelche Trotzreaktionen zeigen oder irgendwelche Sorge was. Wir haben uns einfach vorgenommen, dass wir weiter so spielen, wie eigentlich Großteil dieser Saison war. Es war sicherlich Spielwoche, haben wir schnell analysiert und schnell vergessen, weil für uns war wichtig, dass wir noch auf die letzten 9 Spiele sich voll konzentrieren. Und wir haben gewusst, dass die jetzt die 2 Spiele eine riesen Wichtigkeit haben. Und deswegen haben wir heute auch mit vielen Umstellungen, weil wir zurzeit auch mit vielen verletzten oder angeschlagenen Spielern unterwegs sind, ein bisschen umgestellt. Sicherlich haben wir heute nicht riesen Kick gesehen, aber ich muss sagen, das waren viele, viele gute Sachen zu sehen, viele schöne Aktionen, die haben wir leider erst halbzeitig zum Ende gebracht. Und war in viele Phasen ausgeglichenes Spiel. Auch trotz alledem haben wir schon viel mehr gesorgt vor dem gegnerischen Tor. Haben wir das nun leider nicht erst auf Zeit so umgesetzt, wie man sich das vorstellt. In zweiter Halbzeit, in die Analyse in Halbzeitpause, haben wir uns vorgenommen, dass wir unbedingt gewinnen wollen. Und dafür muss man auch ein bisschen anders agieren und ein bisschen gefährlicher sein. Wenn man zum Ende noch die zweite oder dritte Tor macht, ist das natürlich, resultiert das aus der Risikobereitschaft von unseren Gegnern. Dort haben wir heute gut ausgekontert und gut gespielt. Aber insgesamt waren wir eine bessere Mannschaft und haben die 3 Punkte klar verdient. Und ich freue mich riesig, dass wir endlich nach dritter Anlauf die 30-Punkte-Grenze geknackt haben. Dass wir jetzt nicht stehen geblieben sind und wir wissen immer noch, dass das noch weiterhin muss man uns konzentrieren und brauchen noch ein paar Punkte. Oder dieses Jahr, dass wir unsere Saisonziele erreichen und warum mich besonders freut, dass viele Leute, die vielleicht die letzten Spiele nicht häufig gespielt haben, haben heute gezeigt, dass die sehr gute Potenzial haben und dass die auch gute Entwicklung genommen haben. Danke. Vielen Dank, Herr Bude. Gibt es Fragen von Seiten der Presse? Ja, Schiffer noch eine Frage an Mohl. Wann ist mehr Druck von Ihnen abgefallen in der 56. Spielminute, als ein dickes 1-0 sozusagen aus Ihrer Sicht gefallen ist oder nach 90 Minuten, als die 3 Punkte dann waren? Na, ich denke, der erste Tor war sehr, sehr wichtig, weil bis dahin haben wir auch nicht reagiert, aber haben wir nicht unbedingt für Riesen
Gefahr gesorgt. Und da haben wir clever die Aktion rausgespielt und ein bisschen überraschend auch für den Gegner. Und natürlich mit der 1-0-Führung war das dann ein bisschen ruhiger für uns. Mussten wir nicht so viel investieren, haben wir uns ein bisschen kompakter zurückgezogen und haben gewartet auf die Räume, die später kamen. Und die haben wir heute konsequent genutzt. Eine Abschlussfrage habe ich noch. Morgen Abend, 19:30 Uhr, wie entspannt von Sie die Auslosung? Ja, was soll ich dazu sagen? Ich denke, die Ziele im Pokal sind dieses Jahr definiert. Und egal, was man mir sagt, hier kann kein Gegner vorbeikommen. Und ich habe keine Wunschgegner, ich will den Pokal holen. Das ist egal. Jemanden austricksen oder auslösen. Das geht leider nicht. Wir wissen, wie wichtig ist das für uns als Mannschaft, dass wir auch in der Pokal teilnehmen wollen. Und so würden wir das entspannt sich morgen eingucken, was den Zufall uns bringt. Und wenn wir uns optimal vorbereiten, dass wir das unsere zweite Ziel erreichen dieses Jahr. Gibt es offenbar nicht, dann können wir hier den Schlusspunkt setzen. Wer Lust hat, kann noch ein wenig hier bleiben und vielleicht das eine oder andere Bier trinken. Am Abend lässt es sich ein wenig länger dann hier verweilen. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns alle in alter Frische am Sonntag im Heimspiel gegen Rathenow wiedersehen. Und für heute wünsche ich allen noch einen schönen Mittwochabend.